Gegen Steinmangel können wir eigentlich echt was tun. So, weil Felsen habe ich ja genug. Dann machen wir das doch fast, oder? Also würde ich hier jetzt fast sagen Steinbruch. Brauchen wir da noch ein Steinmetz hin? Und wenn dem mal das Eisen ausgeht, sage mal, irgendwie bin ich gerade sehr räuspelig. Was ja nicht mehr allzu lange dauern wird, dann reißen wir den ab, dann kommt da auch nochmal ein Steinmetz hin. So, und das sieht schon so aus, als ob wir da kein Eisen mehr haben. Das Werkzeug kann er sich noch holen. Tjo. Und dann war's das mit dem. So, und dann kann da ein neuer Steinmetz hin. Und diese Werkzeugschmiede, die kann eigentlich auch bald Ruhe Frieden geben. So, und dann sagt er noch eine Tonne, genau. Und dann ist eigentlich auch wieder Ruhe im Karton. Rong, tong, tong. Können wir den auch mal zum Schlafen legen? Und hier drüben können wir eigentlich auch mal sagen... Also wir können hier sogar noch zack, zack sagen. Okay. Und der kann ins Bettchen. So, hier könnten wir auch noch einen Steinbruch hinsetzen. Und dann können wir da auch noch zwei Steinmetze daneben klatschen. Also Stein ist momentan so ein bisschen meine Mangelerscheinung. Ich hab Steinmangel. Nicht Jod und nicht Zink, sondern Stein. So. Geh natürlich immer zum nächsten. Oder zum nächsten Freien, das weiß ich nicht. Naja, es gibt auf jeden Fall Platz genug. So. Dann schauen wir mal wieder nach unseren Ressourcen. Oh, Gewürze wird langsam echt knapp. Dabei habe ich so viele. Das sind halt spicy people. So. Dann drehen wir uns hier nochmal ein bisschen im Kreise. Diese Weise haben eine Meise. So, da ist auch noch was kaputt gegangen. Unerbittlich brennt die Sonne auf eure Felder. Der Boden trocknet aus. Oh, Nahrung. Immer Nahrung. So, dann würde ich hier vielleicht auch mal ein paar Hütten hinsetzen. Zack, zack. Habt ihr religiösen Zugang? Habt ihr. Wunderbar. So, dann, zack, zack, so rum war's, ne? Nein, sowas nicht. So war's. So, wo brauche ich denn noch meinen Hafen? Ja, das ist alles Verschwendung eigentlich.
So, dann würde ich da unten doch mal noch ein paar. Und hier mittendrin müsste es auch noch Löcher geben, oder nicht? Ich dachte, hier mittendrin wären auch noch ein paar Leute verhungert. Oh, ihr Volk hungert. Hunger, Hunger. Rem, tem, tem. So, also Lebensmittel sehen noch gut aus. Gewürze sehen noch... Ja, das könnte easy peasy reichen. Das könnte alles easy peasy reichen. Also es ist alles nicht ganz so einfach mit diesen vielen Bürgern. Wie gesagt, ich hoffe ja schon, dass das jetzt dann langsam mal hinkommt, damit ich diese tolle Mappe endlich abschließen kann. Deswegen habe ich ja extra Steinmetze gebaut, damit es möglichst schnell vonstatten geht. So, wir speichern nochmal unter Wachstum. Und wenn mir die Leute dann wieder verhungern, dann speichere ich unter Degeneration. Ah, warte mal, da gab es ja auch noch einen Platz. Und da gibt es auf jeden Fall genug Platz. Da ist auch noch eine Straße. Perfekt. Gab es auf jeden Fall noch genug Platz, damit da sich die Leute auch ordentlich entwickeln können. Das finde ich gar nicht so unsympathisch. So. Und wie gesagt, also eigentlich nach mir die Sintflut. Dann ist ja eh gespeichert. Diesen bescheuerten Triumphbogen braucht eh keine Sau. Der kann wegen mir auch verschwinden. Du, 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 du. Die, du, du. So, wir schielen mal wieder auf unser Zeug. Lebensmittel sehen noch gut aus. Da kommen auch schon wieder die nächsten. Das ist alles noch fein, fein, fein. So. Kakao ist nicht mehr ganz so droll. Alkohol auch nicht mehr. Stoff auch nicht mehr. Kleider auch nicht mehr. Vor allem Kleider werden knapp. Deswegen hoffe ich wirklich, wie gesagt, dass wir den Spaß überstehen. Und wir noch Flux 200 Bürger kriegen. Noch Flux die Wux die. Oder Flax die Wax die. Seht ihr die Zahl da oben, wie schön die nach oben purzelt? Das ist ein Träumchen. Das ist echt ein Träumchen. Also wenn es so weitergeht, geht es nicht mehr lange. Wie gesagt, wenn es so weitergeht, geht es nicht mehr lange. Und dann hätten wir die Mission auch endlich geschafft. Und dann müsste die nächste Mission eigentlich schon die letzte sein. Wenn ich das richtig gespickelt habe. So. Ich spickel nochmal wieder auf die Lebensmittel. Sieht gut aus. Es sieht eigentlich echt alles gut aus, bis auf Klamotten jetzt. Kann ich noch ein bisschen Schneiderei reinhauen. Also das kann ich ja theoretisch hier nochmal machen. Handwerksbetrieb, Schneiderei. Bam.
Wir haben dann die Stoffe langsam Mangelware, aber das ist ja auch egal. So, die Hochschulbildung ist für einen Eimer. Wir sind schon fast bei 900. Ich würde nochmal unter Wachstum speichern. Spielstand gespeichert. So, wir haben wieder 18 Steine. Das finde ich auch nicht so schlecht. Werkzeuge werden langsam knapp. Das finde ich dann wieder nicht mehr so gut, muss ich sagen. Muss ich halt auch mal wieder Ding bauen, ne? Okay, also wie gesagt, wir sind jetzt fast bei 900. Ja, ich überschlage ein bisschen arg schnell, arg viel. Okay, Stoffe kamen jetzt zumindest gerade mal eine Menge an. Ja. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen geneigt bin, es möglichst bald zu Ende zu bringen. Ah, immerhin sind wir schon mal bei 900. Ja, das sieht gut aus. Also wie gesagt, das sieht echt nicht mehr so schlecht aus. Wie gesagt, die Sache mit den Werkzeugen ist gerade so ein bisschen... Aber es wäre auch nicht so dramatisch. Da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Okay, da kommen die nächsten Lebensmittel. Also dieser kontinuierliche Nachschub an Lebensmitteln, der ist halt wichtig. Hat mir zum Glück schon länger nicht mehr erzählt, was gerade Mangelware ist, weil mich das ein bisschen nerven würde. Finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Dann sind wir alle ein bisschen chilliger. Yes, yes, yes. Es geht, es geht, es geht. Was geht, Alter? Digga. Blam, blam, blam. So, also es wird langsam. Die Mission sollten wir bald erledigt haben. Deswegen würde ich nochmal gerne speichern. Lebensmittel sind noch genug da. Das reicht. Das reicht, bis wir die 5000 voll haben. Das ist ja super. Und dann kann nach mir der nächste Statthalter die Stadt in Grund und Boden reiten, weil ich mich dann neuen Aufgaben widmen werde. Nämlich der nächsten Mission. Cheerio. So, ja. Gut. Also wir warten jetzt einfach nochmal da drauf. Dass die 5000 voll werden. Jo. Mein... Also es klappt auf jeden Fall, wir kriegen das hin. Ich hatte ein bisschen Angst, wie gesagt, ich wollte halt langsam wachsen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das nicht passt, aber es scheint zu passen und dann ist die Karte rum und dann interessiert es mich ja eh nicht mehr. Wie gesagt, nach mir die Sintflut. So gesehen könnte ich eigentlich noch ein paar Hütten überall hinsetzen. Muss jetzt aber auch nicht sein. Also ich meine, ich könnte jetzt theoretisch noch 12 Hütten hinsetzen, damit ich 12 Einwohner habe, damit die Sache erledigt ist. Aber das erledigt sich von alleine viel schneller. Als dass ich jetzt noch ein paar Hütten rausziehe. Dü-dü-dü. Ja, vor allem, ich kann ja... Ah, doch, Holz hätte ich ja noch genug. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr wichtig. Es klappt. Das ist das Wichtige. Es klappt auf jeden Fall. Und damit haben wir diese Mission gewonnen. Perfekt. So, Dörfer und Städte hatten wir 11. Untertanen haben wir 5836. Zufriedenheit 0. Barvermögen auch ein bisschen. 11 besiedelte Inseln.
Schiffe versenkt 14, gesunken 1. Ja, stimmt, das, da war irgend so ein Schiff, genau. Besiegte Gegner 1 und Missionsbonus 100%. Ja, das war die Piratenplage. Das war, soweit ich weiß, die Mission, die ich als letzte begonnen hatte. Also, bis zu dieser Mission hatte ich Anno 1602-98 oder so schon mal gespielt gehabt. Natürlich habe ich auch oft diese endlosen Missionen gespielt, aber weiter offenbar nicht. Nun gut, also in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, ihr werdet bei der nächsten Mission auch nochmal mit dabei, damit wir die Sache hier endlich mal abschließen können und uns dann anderen Spielen widmen. Ich bedanke mich an der Stelle, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit Au und man sieht sich.